Herren, ich halte eingangs fest. Erstens, Österreich ist Mitglied der Europäischen Union, genauso wie die benachbarte Bundesrepublik Deutschland Mitglied der Europäischen Union ist. Und wer heute in die internationale Berichterstattung sieht, erkennt, dass Ihr Inseraten-Korruptionsfall weit über die Alpenrepublik Österreich hinausgegangen ist und Thema einer sehr kritischen Berichterstattung ist. Mit der Bahn ins Kanzleramt, große Bildberichte über Ihren Vorsitzenden, der, wie man jetzt den Zeitungen entnehmen kann, 7 Millionen für sich und seine Inseratenzwecke dem Steuerzahler und der Bundesbahn vorenthalten hat. Das ist Thema und das lasse ich mir als frei gewählter Mandatar mit Sicherheit nicht nehmen, heute in einer Korruptionsdebatte auch darauf hinzuweisen. 7 Millionen für den Werner, das ist jetzt nicht meine hemdsärmelige Formulierung, sondern das ist aus dem Einvernahmeprotokoll des früheren ÖBB-Chefs Huber, der zu Protokoll gegeben hat, dass Faymann auf ihn Druck ausgeübt haben soll, dass 7 Millionen dem Steuerzahler vorenthalten werden sollen und dass 7 Millionen der Bundesbahn vorenthalten werden sollen, um für ihre Zwecke zu inserieren. Ja, genau das ist es. Und eines sage ich danach: 400.000 Euro für den Herbert Scheibner, die sind nichts, aber 7 Millionen Euro für Ihren Werner, die sind auf einmal nicht untersuchungswürdig. Hören Sie auf, Sie sitzen sowas von tief drinnen in dem Korruptionsskandal. Rot in Not, das ist heute Thema in allen Titelseiten und da werden Sie mit Sicherheit nicht herauskommen. Ich sage Ihnen eins, das Ganze geht weiter. Meine Sachverhaltsdarstellung hat das Ganze ins Rollen gebracht und ich danke dem Staatsanwalt, dass er ausreichend Mut gehabt hat, das auch zu untersuchen und zu ermitteln. Und es wird eine zweite Sachverhaltsdarstellung von mir zu diesem Thema geben. Im Jahr 2007, wo Ihr Infrastrukturminister Faymann saß und eine EU-Verordnung umzusetzen war, hat er die Weichen dafür gestellt, dass der Bund in Form der Schieneninfrastrukturgesellschaft einen Vertrag mit den ÖBB abschließt, wonach ein Mehrerlös von 2 Milliarden für die ÖBB zu erzielen sein wird. Und das auch im Bericht des Schienenregulators festgehalten wird. Sie sitzen über beide Ohren im Korruptionsskandal drinnen. Das ist kein blauer Skandal. Niemand von uns hat auch nur irgendetwas zu tun. Sie werden keinen einzigen Namen dieser FPÖ-Mitglieder finden, die auch nur am Rande irgendetwas damit zu tun hatten. Und jetzt lesen wir, auch die Asfinag ist Teil ihrer erpresserischen Methoden gegenüber den Tageszeitungen und den öffentlichen Unternehmen. Das ist schäbig und das wird auch entsprechend aufzuklären sein. Ich danke dem Klopperbahn Kopf, der gesagt hat, auch für die ÖVP ist das ein untersuchungswürdiger Gegenstand. Nicht, dass das jetzt in einem Kuhhandel untergeht. Ganz im Gegenteil. Ihr Bundesobmann hat inserieren lassen. Sie fragen, Faymann antwortet. Ich sage Ihnen eines, dass Sie fragen, Faymann antwortet. Das wird im Untersuchungsausschuss Thema sein, dass Ihr Herr Bundeskanzler dort auch Rede und Antwort stehen wird. Und eines werden wir auch untersuchen, der Herr ÖBB-Chef Kern, der nicht ein parteipolitisch Unbefleckter ist, der war ja in der Zeit Kostelka im Kabinett, der war im Club der SPÖ, Pressesprecher über viele Jahre und jetzt auf einmal sind die Protokolle komplett andere. Da gibt es mutige Leute, die über Austria Leaks, den Tageszeitungen, Informationen zur Verfügung stellen, dass genau diese erpresserischen Methoden stattgefunden haben durch Sie, durch die SPÖ. Und jetzt frage ich Sie eines, wer wird da lügen? Sind es die Tageszeitungen, die diese Protokolle ordentlich publizieren? Oder ist es vielleicht im roten Dunstkreis der ÖBB, wo man das vertuschen möchte? Und auch das, diese Beweismittelfälschung, wird Thema in einem Untersuchungsausschuss sein müssen. Und das werden Sie nicht verhindern. Da können Sie wie das Rumpelstilzchen hupfen. Das ist mir völlig egal. Sie sind hier in der Ziehung. Sie stecken über beide Ohren im Korruptionsskandal drinnen. Und die FPÖ wird heute einen Untersuchungsausschuss beantragen. Herr Klopperbahn-Schaap, nicht am 28. September. Langsam darüber reden. Setzen wir uns heute zusammen, definieren wir ohne irgendwelche Vorbehalte die großen Untersuchungsgegenstände und klären wir diesen Saustall auch entsprechend auf. Meine Damen und Herren, es ist in Wahrheit unglaublich, was hier ins Rollen gekommen ist.
Ich danke der Öffentlichkeit, den Medien und dem Staatsanwalt für diese mutige Aufklärungsarbeit. Und bitte, Herr Klopp-Obmann-Schab, wirken Sie auf Ihre eigenen Leute ein. Diesen gigantischen Korruptionsskandal, der nicht durch uns konstruiert ist, sondern Gegenstand internationaler Berichterstattung, auch mit Mut, Ehrlichkeit und Anstand, mit parlamentarischem Anstand aufklären zu können. Danke.